Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Viele Inseln kämpfen mit einem Müllproblem. Ihnen fehlen die finanziellen, logistischen und räumlichen Möglichkeiten, ihren Abfall zu entsorgen. Auch die australischen Kokosinseln stecken in diesem Mülldilemma. Sie wollen sich nun aber einen geopolitischen Vorteil zunutze machen. Meine Kollegin Barbara Barkhausen, die sich regelmäßig mit den Themen Umweltschutz, aber auch geopolitischen Herausforderungen bei uns in der Region auseinandersetzt, ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Barbara. Ja, hallo Benjamin. Barbara, beschreibt uns doch mal die Situation auf den Kokosinseln. Wo sind die denn überhaupt? Toller Name übrigens, aber wo sind die genau? Ja, toller Name und über die wird eigentlich nicht viel berichtet. Ne? Dabei haben wir hier so tolle Sachen in Australien. Diese Kokosinseln, die sind auch als Keeling-Inseln bekannt und es ist so ein tropisches Inselparadies mitten im Indischen Ozean. Ja. Aber ja, das ist der Nachteil, die sind eben so weit weg, dass man auch Sachen nicht so schnell wieder hin- oder wegschaffen kann. Mm. Und da türmen sich wirklich auf diesen Inseln alte Kühlschränke, Waschmaschinen, Fahrräder, auf diesen Mülldeponien da. Und dann gibt's einen Bootsfriedhof, da rosten anscheinend rund 42 Boote vor sich hin, hunderte kaputte Buggys, Quads, Autos, 10 große Lastwagen, sogar ein Bus soll da sein, ja. Und naja, ist ja salzige Meeresbrise, klar, da ist das alles, geht das nochmal schneller. Und selbst in diesem tropischen Dschungel da auf den Inseln soll einiges verstreut sein. Und tja, da ist ein richtiges Mülldilemma, obwohl das eigentlich so ein exotisches Insel- und Urlaubsparadies ist. Ja, stelle ich mir in meinem Kopf auch genauso vor. Blaues Meer, Sandstrände, herrlich, ein richtiges Paradies. Aber das klingt natürlich wirklich nicht so schön. Was sagen denn die Einheimischen zu dem Problem? Nun, die ABC hat mit dem Frank Mills gesprochen, das ist der Vorstandsvorsitzende da auf den Inseln von den Cocos Island Shire, ja, von der Gemeinde. Und der hat nur gesagt mit einem Wort, es ist ein Albtraum. Hm. Ja, also es gäbe inzwischen keinen Platz mehr für die Entsorgung weiterer Abfälle. Und es ist gerade so weit gekommen, dass sowohl Home Island wie auch West Island, also das sind die zwei größten Inseln von der Inselgruppe, von diesem Archipel, ja, die versinken wohl buchstäblich mit Abfall da. Und es ist einfach nicht viel Platz. Ja, diese 27 Kokosinseln, da sind gerade mal 14 Quadratkilometer Land. Oha. Und besiedelt sind eben jetzt nur Home Island und West Island. Und ja, da muss man jetzt irgendwie auch noch den Müll unterbringen. Ne? Ja, da ist natürlich wirklich Platzmangel ein wirkliches Problem. Gibt es denn schon irgendwelche Ideen, wie sich dieses Problem lösen lassen würde? Ich meine, die gehören ja immerhin zu Australien, hast du gesagt. Da müsste die Australien jetzt ja auch dann vielleicht sich irgendwelche Ideen einfallen lassen. Ja, nun, die gehören zu Australien, aber viele der normalen Dinge, die einem da vielleicht einfallen würden für die Müllentsorgung, die funktionieren nicht wirklich. Also man kann den Abfall da jetzt nicht begraben zum Beispiel. Hm, Logo. Ja. Da ist diese Inseln, die sind von Überschwemmung bedroht. Da gibt es natürlich Erosion auch. Ja. Dann die Fahrzeuge, die jetzt fast 3000 Kilometer zurück zum australischen Festland zu transportieren, das ist auch ewig teuer. Ja. So ein Auto kostet da 2000 Dollar, wenn man das dann wieder zurückbringen möchte. Und selbst jetzt die Gebühren für die ganz normale Müllentsorgung, ja, die sind auch jetzt total in die Höhe geschossen. Die hat die Gemeinde Anfang letzten Jahres um 55% also anheben müssen. Also die Leute zahlen jetzt 580 Dollar dafür. Und für diese 600 Inselbewohnerinnen und Bewohner ist das halt eine Menge Geld. Ja, das ist echt ein Schock. Erhöhung. Und was willst du machen? Du willst sie ja loswerden. Ja. Man muss sie ja loswerden. Ja, das ist natürlich wirklich bitter. Ist es denn bei diesen Kokosinseln auch ein Problem, dass da ganz viel Müll angespült wird, wie in anderen Inselparadiesen das leider der Fall ist? Ganz genau. Das ist ein weiteres Problem, das dazu kommt. Schön. Ja. On top. On top, ja, genau. Da werden Tonnen von Plastik nochmal angespült, die an diesen unberührten Stränden der Insel anlanden, ja. Und dieser Müll wird derzeit mit dem restlichen Hausmüll auf den Inseln verbrannt. Und Studie der University of Western Australia von 2021, die hat ergeben, dass die Kokosinseln zu den am stärksten von Strandmüll im Indischen Ozean betroffenen Inseln gehören. Also die trifft es wirklich in jeder Hinsicht. Und 2019 gab es noch eine weitere Studie der University of Tasmania. Und die hat ergeben, dass die Strände dieser abgelegenen Inseln mit schätzungsweise 414 Millionen
Plastikmüllstücken übersät sind. Millionen. Ja. Oh Gott. Und da kam dann raus bei dieser Studie, dass da 238 Tonnen Plastikmüll lagern, darunter 977.000 Schuhe und 373.000 Zahnbürsten. Auf gerade einmal 14 Quadratkilometern Land, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wahnsinn, das ist in der Tat wirklich eine Menge. Also die Kokosinseln, die sind ja mit diesem Problem auch nicht alleine. Nein, die sind damit nicht alleine. Etliche andere Inseln und auch Inselstaaten auf der ganzen Welt haben mit ganz, ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen. Vor allem die sogenannten SIDS-Staaten, ja, das steht für Small Island Developing States, also SIDS. Da gehören zum Beispiel die Seychellen dazu, Fiji oder Barbados. Und die haben alle Schwierigkeiten, ja, ihren Abfall ordentlich zu entsorgen. Die Malediven sind ein gutes Beispiel zum Beispiel. Die haben eine eigene künstliche Müllinsel geschaffen namens Tila Fushi, weil sie auf den eigentlichen Inseln selbst mit dem Problem der Entsorgung vollkommen überlastet sind. Oh Gott, okay. Aber ich, anfangs wurde, haben wir schon erwähnt oder habe ich auch schon angedeutet, die Kokosinseln, die haben sich nun etwas überlegt, dass unter Umständen auch eine Idee für andere Inseln sein könnte. Klär uns mal auf, Barbara. Was ist die Idee? Ja, also auf unseren Kokosinseln hier, da hat man tatsächlich jetzt versucht, eine kreativere Lösung zu finden, ohne gleich eine eigene Insel nochmal ins Leben zu schaffen, ins Leben zu bringen. Ja. Die Inseln, die sind ja strategisch günstig gelegen. Es sind ja unsere Inseln da im Indischen Ozean. Ja, die sind gerade mal 1700 Kilometer von Singapur entfernt, knapp 1300 Kilometer von Jakarta. Und die spielen natürlich in dem Sinne auch eine wichtige Rolle jetzt für unsere Verteidigungspolitik Für die australische Militärgeschichte. Genau. Ab und zu wurden die schon verglichen mit Zielen wie Guam oder Pearl Harbor oder Diego Garcia, welche Rolle diese Orte für die USA spielen. Ja, ja, Logo. Was sagt denn das australische Militär, also die Defense Force, zu dem Plan? Genau, also die sagen jetzt, okay, für uns ist das interessant, diese Inseln ja ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Nicht umsonst modernisiert die australische Streitmacht, die ADF, die Hauptlandebahn auf der Insel zum Beispiel. Und das Militär, das transportiert ja auch mit Schiffen Baumaschinen dahin und Vorräte dahin. Und die Idee ist jetzt, dass die Inselbewohner sich das ein bisschen zunutze machen und diese Schiffe bei der Rückreise dann mit ihrem Abfall beladen. Ah, okay, da so ein Zyklus einzurichten quasi. Genau. Gerät hin und Müll zurück, das macht natürlich wirklich Sinn. Ja. Cleverer Plan. Was könnte man denn sonst noch tun? Nun, also zum einen ist die ADF da wohl anscheinend offen für diese Idee. Okay, schon mal also sehr gut. Lehnen das nicht grundsätzlich ab. Grundsätzlich ist es aber natürlich jetzt nicht die einzige Lösung. Ja? Also die ABC hat dann nochmal mit einem Abfallwirtschaftsexperten gesprochen, dem Jeff Seeden, der für die Vereinten Nationen einen Bericht über das Thema Abfallwirtschaft der kleinen Inselstaaten mitverfasst hat. Und der sagt, ein Großteil der Lösung muss eigentlich auch in einer Verhaltensänderung in der Gemeinschaft, also bei den Inselbewohnern selbst, stattfinden. Und er meinte, die haben Materialien, die auf die Insel gelangen. Und diese Materialien haben eben eine gewisse Lebensdauer. Ja. Und künftig wäre es einfach auch wichtig, bereits von Anfang an, wenn man so ein Produkt auf die Inseln exportiert, dass man von Anfang an darüber nachdenkt, was mache ich denn mit diesem Produkt, wenn das seine Lebensdauer... Plastikwasserflasche, Wasser richtig, weg, Plastik genau. bleibt, was mache ich? Ja, genau. Ja gut, ist natürlich ein schöner Gedanke, also ja, logischer Gedanke. Ja, also das heißt, man muss in gewisser Weise auch ein bisschen umdenken, welche Produkte schafft man zu diesen Inseln und was würde man einfach auch vor Ort nutzen oder vor Ort herstellen oder würde man andere Verpackungsmaterialien benutzen. Ja. Und all diese Sachen wäre man als erstes ganz, ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt. Und dann kann man natürlich in zweiter Linie sagen, was kann eine andere kreative Lösung sein. Also kann zum Beispiel das Militär helfen, wenn es schon diese geopolitisch oder strategisch wichtige Lage nutzt, dass es dann eben den Leuten auch ein bisschen unter die Arme greift und die jetzt nicht mit diesen Kosten dann da sitzen lässt. Und den Millionen Tonnen an Plastikmüll, die da auch noch zusätzlich angeschwemmt werden, wofür die ja wirklich nichts können. Genau. Die Kokosinseln selbst. Das ist natürlich wirklich ein Riesenproblem und wir hoffen, dass es da eine kreative Lösung gibt und bleiben gespannt. Du wirst uns da sicherlich auf dem Laufenden halten. Danke dir, Barbara. Danke dir. Lust auf weitere Interviews und Geschichten?
Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.